Слава Богу, дорогие друзья. Preis dem Herrn, liebe Freunde. Я вспоминаю то время, ich erinnere mich an die Zeit, когда был построен этот молитвенный дом, wo dieses Gebetshaus gebaut worden ist, и вокруг еще велись работы, und das Haus herum fanden noch Arbeiten statt. И тогда один брат, он проходил реабилитацию, und damals ist ein Bruder gerade durch das Reha-Programm gegangen. И я встретился с ним вечером, und ich habe mit ihm ein Treffen am Abend gehabt. И я его так спросил. Und ich habe ihn so gefragt, ну, как у него дела и чем он занимался сегодня? Wie es ihm so geht und was heute so gemacht hat. И он мне рассказывает. Und erzählt mir, что они с братом Артуром были в лесу и собирали дрова. Dass sie mit Bruder Arthur im Wald waren und dort Holz gesammelt haben. И он говорит, ну, дышали там свежим воздухом. Und hat mir so erzählt, dass sie dort frische Luft geatmet haben. И так ближе, как бы по секрету, говорит мне. Und etwas so näher im Geheimen sagt mir. Знаешь, награду я, к сожалению, пророптал. Und dann sagt weißt du, leider habe ich meinen Lohn, den ich bekommen würde dafür, vermurrt. И сегодня остался у меня один свежий воздух. Und heute habe ich nur allein die frische Luft übrig. Знаете, через пару дней, und wisst ihr, nach einigen Tagen, на том же месте я встретился с этим же братом, an demselben Ort habe ich denselben Bruder getroffen, и у меня был тот же вопрос к нему. Und ich hatte dieselbe Frage zu ihm. И вот он мне рассказывает, und so erzählt mir, что ему сегодня особо хорошо, dass es ihm heute besonders gut geht, что они на церкви трудились для Господа. Dass sie bei der Gemeinde für den Herrn gedient haben. Он говорит, они перелаживали или складывали там камни. Und hat dann erzählt, dass sie dort dann Steine sortiert haben. Говорит, это было дело для Бога. Und sagt, das war ein Werk für Gott. И говорит, ты знаешь, что это была духовная пища. Und sagt, weißt du was, das war eine geistliche Speise. Хотя он говорит, я не могу это тебе как-то объяснить. Und sagt, ich kann dir das irgendwie nicht erklären. И сегодня хотел бы я с вами поговорить о духовной пище. Und heute würde ich gerne mit euch etwas über die geistliche Speise и reden. И зачитать первое место Священного Писания. Und ich möchte lesen die erste Stelle aus der Heiligen Schrift. Это будет Евангелие от Матфея с 4 главы. Das wird sein, das Matthäus-Evangelium, Kapitel 4. Вся история здесь говорит о том, как Иисус Христос был искушаем сатаною. Hier wird die ganze Geschichte beschrieben, wie Christus versucht worden ist von dem Teufel. Но я хотел бы с вами выделить 4 стих. Aber ich möchte mit euch hervorheben den 4. Vers. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. В прошлом веке im vergangenen Jahrhundert в развалинах древней Ниневии in den zerstörten Gebäuden von Ниневи была найдена глиняная призма wurde ein Prisma aus Ton gefunden 63 сантиметра вышиной. Das war ungefähr 63 Zentimeter hoch. И на ней были древние письмена. Und auf ihr standen alte Schriften drauf. И там описывал свои походы один властелин прошлого времени. Und darauf beschrieb ein Herrscher aus der vergangenen Zeit seine Herzüge. И он описывает, как он пошел походом на Иудею. Und dort wird auch beschrieben, wie einmal mit seinem Heer ausgezogen ist gegen Juda. И он там пишет, что он царя иудейского заключил в Иерусалиме как птицу в клетке. Und dort beschreibt dass den König aus Israel dort in Juda eingesperrt hat wie ein Vogel im Käfig. И знаете, Библия говорит нам, und wisst ihr, die Bibel sagt uns, что Сеннахерим, царь ассирийский, пошел войною на
Иудею. Und die Bibel beschreibt uns, dass Sanherib, der König von Assyrien, gegen Juda ausgezogen ist im Krieg. И стал завоевывать город за городом. Und hat angefangen, ein Land nach dem anderen oder eine Stadt nach der anderen einzunehmen. И Библия повествует нам, Und die Bibel berichtet uns, что он посылает воеводу Рабсака с большим войском. Und dass den Heerführer, den Rabshake, voraussendet к стенам Иерусалима. An die Wände von Jerusalem. И вот этот Рабсак Und dieser Рабшаке, стоит и провозглашает свою информацию. Steht da und verkündigt seine Information. И он говорит к Израилю. Und spricht zu Israel. Он говорит царю иудейскому. Und spricht zu dem König von Juda. Он опирается на факты. Und stützt sich auf Fakten. О победе, о силе царя Сенахерима. Über die Siege und über die Kraft des Sanheribs, den König von Assyrien. И предлагает ему сдаться. Und bietet ihm an, dass sie aufgeben. И вы знаете, Библия говорит, und wisst ihr, die Bibel sagt, что царь Езекия посылает послов, dass der König Hiskia sendet Boten к пророку Исаии, zu dem Propheten Jesaja, чтобы вопросить Господа, bei dem Herrn nachzufragen. И знаете, пророчески через Исаию Бог обращается к Езекии. Und wisst ihr, prophetisch wendet sich Gott durch den Propheten Jesaja zu Hiskia, Езекия не боялся этой информации, damit, dass Hiskia keine Angst haben soll von dieser Information. Но Бог говорил, что я буду охранять этот город. Aber Gott hat gesprochen, dass ich werde beschützen diese Stadt. И вот Езекия, Und so Hiskia, у него есть две информации. Hat jetzt zwei Informationen. От Рабсака, которая, ну, факты говорят за себя. Von Rabshake, von dem die Fakten für sich sprechen. Он говорил такие слова, от которых могут опуститься руки. Und sprach solche Worte, von denen sie die Hände sinken lassen kann. И вот что избрать? Und so, was soll man wählen? Непростое решение. Das ist keine einfache Entscheidung. Библия говорит, что на Господа Бога уповал Езекия. Und die Bibel sagt uns, dass Hiskia auf den Gott, den Herrn, vertraute. И поверил он Богу. Und hat Gott geglaubt. И не открыл ворота Иерусалима. Und hat die Tore von Jerusalem nicht geöffnet. И Бог защитил этот город, слава ему. Und Gott hat diese Stadt beschützt. Но я бы хотел говорить на сегодня. Aber ich möchte in die heutige Zeit reden. В наше время идет разная информация. Zu unserer Zeit heute gibt es viele verschiedene Много Informationen. Много источников. Es gibt sehr viele Quellen. Конечно, мы не находимся в войне. Natürlich, wir befinden uns nicht im Krieg. И во время церкви Иисуса Христа. Und in der Zeit der Gemeinde Jesu Christi. Живем мы не боремся как-то, не воюем физически. Wir leben darin und wir kämpfen nicht physisch. Наша брань не плотского характера. Unser Kampf ist nicht nach fleischlicher Art. И такой вопрос стоит сегодня. Aber so eine Frage steht heute. Какую информацию ставлю я сегодня на первое место? Welche Information stelle ich heute an die primäre Stelle? Наша сегодня тема духовная пища. Unser Thema ist heute geistliche Speise. И вот мы зачитали здесь сегодня. Und so, wir haben jetzt heute gelesen. И выше здесь написано. Und darüber steht hier geschrieben. Что Иисус Христос, находясь в пустыне, взалкал. Dass Jesus Christus, befand sich in der Wüste und bekam Hunger. Что, ну, он хотел кушать физически. Es heißt, wollte leiblich essen. Я хотел бы сказать, сегодня, Und ich möchte heute sagen, как бы у нас иногда бывают эти кризы, dass wir manchmal so Krisen haben, но знаете, в нашем холодильнике нету места. Aber wisst ihr, in unserem Kühlschrank gibt es keinen Platz mehr. У нас все с избытком, слава за это Господу. Wir haben alles im Überfluss, preis sei dafür dem Herrn. Мы можем кормить наших детей, закупаться и ставить на столы, слава за это Богу. Wir können unsere Kinder versorgen und haben immer reich gedeckte Tische, preis sei dafür Но dem Herrn. Но как в этой
пище мы должны немножко разбирать, но смотреть, что мы кушаем. Aber wie es in dieser Speise ist, müssen wir ein bisschen gucken, was wir essen. В повседневном, ну, следить за собой. Im Alltäglichen, man muss auf sich acht geben. Так и с информацией, с духовной пищей. Und genauso ist es mit der Information in der geistlichen Speise. Мы должны тоже смотреть. Wir müssen auch darauf sehen. Чему мы открываем ворота нашего сердца. Für was öffnen wir die Toren unseres Herzens? Und was lassen wir da rein? Вы знаете, Христос здесь говорит, und wisst ihr, Christus spricht hier, что не хлебом одним будет жить человек. Dass nicht vom Brot allein der Mensch leben wird. Он говорит о повседневной пище. Er redet von der alltäglichen Speise. Но говорит еще о нужном и о другом. Aber er redet noch von dem Nötigen und dem Anderen. Но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Sondern mit einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und so, wir reden heute über die geistliche Speise. Und ich möchte hier bemerken, это написано в 1 Коринфянам в 10 главе, das steht geschrieben im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, что духовная пища не гарантирует нам спасение. Dass die geistliche Speise, sie гарантiert uns nicht die Errettung. Но спасение гарантирует нам вера в Иисуса Христа, слава Ему. Aber die Errettung, sie гарантiert uns den Glauben an Jesus Christus, Он есть тот, который умер за грехи наши. Er ist derjenige, der für unsere Sünden gestorben ist. Тот, который воскрес для оправдания нашего. Der ist derjenige, der auferstanden ist für unsere Rechtfertigung. Он есть тот, который воссел одесную Бога, слава Ему. Er ist der, der sich zu Rechten Gottes gesetzt hat. Он есть наш ходатай нового завета. Er ist unser Fürsprecher im neuen Bund. Слава Иисусу. Preis sei Jesus. Это есть наш гарантия. Das ist unsere Garantie. Жизнь вечная. Für die, das ewige Leben. Но вы знаете, чтобы пройти по этому жизненному пути. Aber wisst ihr, in diesem Lebensweg durchzugehen, нужна нам здравая, правильная духовная пища. Dann brauchen wir eine gesunde geistliche Speise. Чтобы нам правильно идти по этому христианскому пути. Damit wir richtig wandeln auf diesem christlichen Weg. Чтобы мы укреплялись в вере. Damit wir stark werden im Glauben. Чтобы мы ориентировались правильно. Dass wir uns richtig orientieren. Мы должны принимать правильную духовную пищу. Wir müssen annehmen die richtige geistliche Speise. Конечно, без сомнения, Слово Божие – это есть чистая, совершенная духовная пища. Natürlich, ohne Zweifel, das Wort Gottes ist das reine, die reine geistliche Speise. Но я хотел бы заметить еще пищу другого характера. Aber ich möchte noch bemerken eine Speise, die einen anderen Charakter то, trägt. То, о чем говорил этот брат. Darüber, worüber dieser Bruder sprach, als er ein Werk vollbracht hat für den Herrn. Und ich möchte gemeinsam mit euch öffnen das Johannesevangelium, Kapitel 4, с 34 стиха, von Vers 34. И здесь написано так. Und hier steht es so geschrieben. Это Иисус Христос говорит своим ученикам. Das spricht Jesus Christus zu seinen Jüngern. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело Его». Jesus spricht zu ihnen: «Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe». И вот Иисус Христос открывает здесь. Und hier offenbart Jesus Christus. Здесь есть еще какая-то трапеза. Hier gibt es noch ein Mahl. Духовная трапеза. Ein geistliches Mahl. Это когда мы совершаем волю Отца нашего Небесного. Das ist dann, wenn wir den Willen unseres himmlischen Vaters vollbringen. И Библия говорит. Und die Bibel sagt. Все, что делаете. Alles, was ihr tut. Делайте от души. Das tut von Herzen. Как для Бога, а не как для человека. Wie für Gott und nicht wie für Menschen. Я бы хотел бы поделиться личным опытом. Und ich würde gerne etwas mitteilen von meiner persönlichen Erfahrung. Из моей жизни. Aus meinem Leben. И это был момент начала моего христианского пути. Und das war ein Moment von dem Anfang meines christlichen Weges. И я хочу так сказать, это было первое или одно из первых
доверенных мне дел. Und ich möchte das so sagen, das war eines von den ersten Werken, die mir anvertraut wurden. Вы знаете, у нас был тогда еще старый молитвенный дом. Und ihr wisst, wir hatten damals noch das alte Gebetshaus. И вот в субботу вечером, und so am Samstagabend, там падали на двор старые листья. Und dort sind dann in den Hof so alte Blätter reingefallen. И вот это нужно было убрать, почистить. Und so, das musste man dann aufräumen und sauber machen. Чтобы в воскресенье могли идти люди на богослужение, чтобы все было благопристойно и чинно. Und damit dann am Sonntag die Menschen zum Gottesdienst kommen und das alles sauber und rein ist. И вот я был поставлен ответственным. Und so, ich bin dafür verantwortlich gewesen. Я был вдохновлен, мне это задание понравилось. Ich war so inspiriert oder erbaut von dem, weil mir hat diese Aufgabe gefallen. Но вы знаете, когда подошло к делу, aber wisst ihr, als es dann zu der Tat gekommen ist, вдруг помощники как-то они растворились, dann sind auf einmal die, die helfen sollten, verschwunden. Потом оказалось так, что этот ветродуй, которым нужно было сдувать эти листья, und dann ist so gekommen, dass der Laubbläser, mit dem man den Hof reinigen sollte, который приготовлен, он был поломан, der vorbereitet war, der war kaputt, а исправно он был сзади закрытый в гараже. Und der Ersatz, war hinten eingesperrt in der Garage. Ну, хорошо, я нашел метелку. Ja gut, ich habe dann einen Besen gefunden. Принялся за дело. Hab dann das Werk auf mich genommen. Ко всему прочему. Und hab dann, oder dann noch dazu. Что, ну, пошли тучи, стало так темнеть. Und dann hat, sind Wolken gekommen und es wurde finster. И вдруг дождик пошел. Und auf einmal ist der Regen gekommen. Этот дождик, он стал мочить меня. Und dieser Regen, hat angefangen, mich zu nässen. И этот дождик, он стал эти листья, он стал их прибивать к земле. Und dieser Regen, hat angefangen, diese Blätter zu klopfen an die Erde. Что было очень, ну, не просто так подметать. Und das war dann nicht ganz so einfach, das zu kehren. И я так стоял на этом месте. Und ich stand so an diesem Ort. И находился в борении. Und befand mich in so einem Kampf. Ну, теперь я же христианин. Ja, jetzt bin ich doch ein Christ. Ну, мы не возмущаемся, не ругаемся. Wir regen uns nicht auf und schimpfen nicht. Ну, и роптать не положено. Und murren, das gehört sich nicht. Ну, знаете, а мысли идут так роем. Und wisst ihr, die Gedanken, sie wühlen sich so auf. И я так рассуждал и думал. Und ich habe so nachgesinnt und gedacht. Господи, разве ты не видишь, что мне непросто? Herr, siehst du denn nicht, dass es für mich nicht allzu einfach ist? Что здесь, ну, так холодно и тяжело работать. Dass es hier so kalt und schwer ist zu arbeiten. Я целый день трудился на кухне. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet in der Küche. И мое тело, оно еще не восстановилось от прошлой без Божьей жизни. Und meine physischen Kräfte sind noch nicht ganz bei Kräften von dem vergangenen Leben. Почему я здесь один и как бы нету помощи? Warum bin ich hier allein und es scheint so, wie wenn ich keine Hilfe hätte. И находился в таком борении. Und ich befand mich in so einem Kampf. И я думаю, стоп, но это же не совсем правильное состояние. Und ich habe mir gedacht, stopp, das ist doch nicht ganz richtig, mein Zustand. Библия говорит, все, что делаете, делайте от души, как для Господа, не как для человека. Die Bibel sagt, alles, was ihr tut, das tut von ganzem Herzen für Gott und nicht für Menschen. Я думаю, нужно не так думать пред Богом. Und ich denke, man muss nicht so denken vor Gott. И знаете, я стал рассуждать иначе. Und wisst, ich habe angefangen anders zu denken. Я так подумал, подожди. Und ich habe so gedacht, warte mal. Завтра утром, когда эти откроются ворота, morgen früh, wenn sich diese Tore öffnen, сюда пойдут люди. Dann werden hier Menschen reingehen. Это не простые люди. Und das sind keine einfachen Menschen. Но это люди, которых знает небо. Sondern das sind Menschen, die der Himmel kennt. Они будут проходить вот по этой тропинке или дорожке. Und sie werden dann da vorbeigehen an diesem Weg, которую я имел привилегию чистить сегодня вечером. Und ich hatte das Privileg, das am Abend sauber zu machen. Они идут
поклоняться живому Богу. Und sie gehen hin, um anzubeten den lebendigen Gott. И завтра будет воскресное служение, там будет действовать Дух Святой. Und morgen wird ein Sonntagsgottesdienst sein und dort wird das Wirken des Heiligen Geistes sein. Там будут люди выходить на покаяние. Dort werden dann Menschen rausgehen zu Buße. Будет радость в небе. Und es wird Freude sein im Himmel. И я говорил себе. Und ich sprach zu mir. И ты есть тот. Und du bist derjenige, который первый принимает в этом участие. И может быть это никто не замечает. Und vielleicht bemerkt das auch keiner. Это не видят люди. Das sehen nicht die Menschen. Но это знаю я, и это видит небо. Aber das weiß ich, und das sieht der Himmel. Слава Господу. Preis dem Herrn. Дорогой друг. Mein lieber Freund. Что делаешь, делай от души, как для Господа. Egal was du auch tust, tu es von ganzem Пусть это никто не замечает. Auch wenn das keiner bemerkt. Но если это знаешь ты, знает небо. Aber wenn du das weißt und der Himmel es weiß, то ты будешь переживать Божие благословение. Dann wirst du Gottes Segen. Знаете, что произошло в этот момент? Wisst ihr, was geschehen ist in diesem Augenblick? Я ощутил нечто. Ich habe etwas Это был особый новый опыт. Das war eine besondere neue Erfahrung. Я почувствовал, как Дух Святой сошел на это место. Ich habe gespürt, wie der Heilige Geist herniederkam an Вы знаете, den Ort. Он как бы окутал меня. Es schien mir so, wie wenn mich umschlungen hätte. Он взял в удел мою дух, душу и тело. Er hat zum Eigentum genommen meinen Geist, meine Seele und mein Leib. И то, что я физически чувствовал, Ну, боль в моих ногах. Und das, was ich physisch verspürt habe, den Schmerz Все in den это Füßen. Ушло. All das ist weggegangen. И я с легкостью совершил мое дело. Und ich habe mit Leichtigkeit mein Werk vollbracht. И если кто-то бы посмотрел со стороны. Und wenn jemand von der Seite gesehen hätte. Ну, ничего особого. Es scheint so wie nichts Besonderes. Стоит человек в грязном и подметает двор. Es steht da ein Mensch in Arbeitskleidung und kehrt den Hof. Но духовно я имел трапезу с неба, слава Богу. Aber geistlich hatte ich ein Mahl im Himmel, preis dem Herrn. Я получал духовную пищу. Ich bekam eine geistliche Speise. Конечно, после этого я часто имел такие подобные переживания с Духом Святым. Natürlich, nach diesem hatte ich des Öfteren solche Erlebnisse mit dem Heiligen Geist. Но это был первый такой опыт, и для меня он очень сильно, особо запомнился. Aber das war meine erste so eine Erfahrung, und das ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Мы сейчас подходим к молитве. Wir kommen jetzt zum Gebet. Я хотел бы сказать, пусть Бог нам поможет. Ich möchte sagen, möge Gott uns helfen. Чтоб во всякое время, damit zu jeder На всяком или во всякой ситуации, на всяком месте. Damit zu jeder Situation, zu jeder Zeit und Ort. Чтобы мы имели эту силу от Бога. Damit wir diese Kraft haben von Gott. Чтобы не роптать, как-то не возмущаться. Damit wir dann nicht murren oder uns aufregen. Но иметь внутреннее правильное состояние. Sondern damit wir innerlich einen richtigen Zustand чтобы haben. Чтобы был не просто свежий воздух, damit как когда тогда у этого брата. Nicht einfach nur eine frische Luft ist, so wie bei diesem Bruder damals. Но чтобы мы имели полноценную духовную жизнь. Sondern damit wir ein vollkommenes geistliches Leben И haben. И когда мы пройдя эту жизнь, унаследуем небо. Und wenn wir dann durch dieses Leben gewandert sind, werden wir den Himmel erben. И там, чтобы мы получили полную награду. Und damit wir dann dort den vollen Lohn empfangen. Пусть нас Бог благословит. Аминь. Möge der Herr uns segnen. Amen. Мы встанем на ноги и коротко помолимся. Wir stehen auf und werden kurz beten. Всесильный Бог, Allmächtiger Gott, благодарность тебе. Dank sei dir. Благодарность тебе за сына. Dank sei dir für den Sohn. Что ты предназначил для нас вечную жизнь. Dass du vorherbestimmt hast für uns das ewige Leben. И это свидетельство мы можем иметь на этой земле. Und dieses Zeugnis können wir haben auf dieser Erde. Этой жизни. Und wir gehen durch dieses Leben. Ты снарядил нас всем. Du hast uns zugerüstet mit allem. И в разных ситуациях, в разных трудностях. Auch in verschiedenen Situationen und in verschiedenen Schwierigkeiten. Подаешь твою пищу, подаешь твое содействие. Dann reichst du deine Speise dar und dein Mitwirken. Благодарность тебе и хвала. Preis sei dir und Dank. Отец и Дух Святой. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen.